Niklas Leipold lässt sich bei den Stadtwerken Jena-Netze zum Rohrleitungsbauer ausbilden. Der 17-Jährige war nach dem Abschluss der Schule auf der Suche nach einem Job, der ihn oft an der frischen Luft sein lässt und bei dem er handwerklich tätig sein kann. Ja, für mich war auf jeden Fall schon klar von Anfang an, ich brauche einen Beruf, wo ich draußen bin, wo ich mich frei bewegen kann, selber Entscheidungen treffen kann. Und da habe ich mal so rumgestöbert im Internet, habe dann die Azubi-Pool-Seite von den Stadtwerken gefunden, habe dort geschaut in den Beschreibungen und habe mich dann zum Rohrleitungsbauer beworben. Seit einigen Wochen ist Niklas nun bereits im Unternehmen tätig. Insgesamt dauert seine Ausbildung zum Rohrleitungsbauer 3 Jahre. Dazu gehört auch der regelmäßige Besuch von Baustellen, auf denen er praxisnah lernen und erste Handgriffe üben kann. Doch vor jeder Fahrt zur Baustelle muss zunächst das benötigte Material im Lager zusammengetragen und registriert werden. Unterstützt wird Niklas dabei von seinem Ausbilder Klaus Pliewischkies. Gemeinsam geht es anschließend auf die Baustelle, auf der später einmal eine Feuerwehrentnahmestelle entstehen soll. Dass Klaus Pliewischkies als Ausbilder für diesen Beruf brennt, liegt vor allem an der Vielseitigkeit der Aufgabenbereiche. Rohrleitungsbauer, das ist ein Beruf, der vielseitig ist. Nicht, dass man nur in der Erde buddelt und Rohre verlegt, nee. Man kann genauso auch auf die Technik gehen, dass man mit dem Radlader arbeitet oder man geht auf einen 9-Tonnen Bagger zum Beispiel oder auf einen LKW, wo dann auch ein Laderarm ist, wo man dann die Erdstoffe auflädt, wegfährt oder dann neues Frostschutz oder Sand bringt und die Rohre verfüllt. Sein handwerkliches Geschick kann Niklas in den unterschiedlichsten Bereichen unter Beweis stellen. Immer unter den wachsamen Augen seines Ausbilders, der seit über 40 Jahren in seinem Beruf tätig ist. Seine Begeisterung gibt er an seinen Schützling weiter, der von den vielen unterschiedlichen Aufgaben fasziniert ist. Weil es ein so vielseitiger Beruf ist. Ich sag mal, gerade in der Ausbildung, man ist im ersten Jahr hauptsächlich in der überbetrieblichen Ausbildung, lernt man alles vom Mauern bis zum Abwasserschacht setzen. Während seiner Ausbildungszeit werden Niklas noch viele weitere spannende Herausforderungen begegnen. Im Team integriert fühle er sich bereits jetzt.